Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Da steht sie, die neue Wärmepumpe. Und heute geht es darum, was ich in den letzten 2 Wochen erlebt habe mit der Installation dieser Wärmepumpe. Ich habe euch natürlich in den letzten Wochen immer mal wieder den Fortschritt aufgenommen und werde euch jetzt erstmal erzählen, zusammenfassen, was alles hier passiert ist. Zunächst mal wurde an der Stelle, wo später die Wärmepumpe stehen soll, ein tiefes Loch gebaggert, so tief, dass es bis unter die Frostgrenze geht, und dann wurde von innen mit einer Kernbohrung ein Loch ins Haus gemacht. Dadurch wurde dann ein Leerrohr geschoben für die Anschlüsse. Da das hinterher eine hydraulische Leitung für den Vor- und den Rücklauf beinhaltet, war es ziemlich dick und überraschend unbequem, es in die richtige Position zu bringen, um es dann hinterher gut anschließen zu können. Danach wurden die Fundamentsteine gesetzt, auf denen die Wärmepumpe später steht, und dann erstmal so weit verschlossen, dass das alles gut hält und man später alles gut anschließen kann. Gleich geht's weiter. Ich stelle euch nur kurz den Sponsor des heutigen Videos vor. PV-Strom kann wirklich jeder gebrauchen. Und deswegen habe ich für euch das Anker Solix Balkonkraftwerk ausprobiert. Das besteht aus 2 445 Watt Modulen, die mit einem Wirkungsgrad von 25% wirklich sehr effizient sind. Einem Wechselrichter und der Solarbank. Das ist ein LFP-Akku, der 1600 Wattstunden Strom speichern kann. Dann gehört natürlich noch ein umfangreiches Montagematerial dazu. Der Aufbau ist wirklich sehr einfach, das habe sogar ich als Musiker in einer guten Stunde hinbekommen. Und dann habe ich mangels Balkon die Anlage nur testweise einfach mal aufgebaut und hinten im Garten aufgestellt. Mit der App konnte ich die Anlage ruckzuck in Betrieb nehmen und einstellen, wie viel Strom ins Haus gehen soll und wie viel in den Speicher. Was mir immer besonders viel Spaß macht, ist, wenn ich unterwegs bin, zu gucken, wie die Sonne in Konstanz gerade scheint und wie viel Strom ich produziere. Anker garantiert eine Leistung von 88,8% über 30 Jahre. Die Solarbank hat 6000 Zyklen, was einer Lebensdauer von 15 Jahren entspricht. Und Anker hat ausgerechnet, wie viel Stromkosten man über die gesamte Lebensdauer der Anlage sparen kann. Natürlich bei optimalen Bedingungen. Bei einer Jahresproduktion von 890 Kilowattstunden und einem Eigenverbrauch von 90%, was dank der Solarbank durchaus realistisch scheint, kommt man in 30 Jahren beim aktuellen Durchschnittsstrompreis von 40 Cent auf stolze 9.612 Euro Ersparnis. Das Balkonkraftwerk kostet normalerweise 2.588 Euro. Als Frühbucherangebot für den Prime Day im Oktober könnt ihr aber im Moment glatte 590 Euro sparen. Den Link und weitere Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Installation meiner Wärmepumpe. Im Innern des Kellers mussten jetzt die Rohre weitergeführt werden durch den kompletten Keller, weil nämlich der Heizungskeller auf der anderen Seite des Kellers ist. Da wurden einige Mauerdurchbrüche gemacht, jede Menge gebohrt, jede Menge Lärm und Dreck, wie das sich halt so gehört, und das hat ein paar Tage gedauert. Dann wurde die alte Gastherme auseinandergenommen und demontiert, das Wasser aus der Heizung natürlich abgelassen, damit die Heizkörper auch ersetzt werden konnten oben. Tja, und das muss man sagen, es ist jede Menge Schrott dadurch entstanden. Da war die Gastherme, da war der alte Speicher, der steht jetzt noch hier. Das ist ein Ersatzboiler, mit dem wir in den nächsten Tagen warm Wasser bekommen, komfortabel. Vor allem musste natürlich der alte Warmwasserspeicher noch aus dem Keller geschafft werden, damit überhaupt genug Platz war für den neuen Schichtenpufferspeicher. Der kam dann auch, wir haben ihn gleich Puffy genannt. Also ich muss sagen, dieses Dämmmaterial von dem Pufferspeicher wäre eine prima Isolierung für ein Tonstudio. Also man hat einen super Sound hier drin, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Mit Reißverschluss. Und wir mussten die Verkleidung, also die Dämmung abmachen, weil sonst dieser Pufferspeicher gar nicht ins Haus reinpasst. Und wir mussten unten noch die Waschmaschine und den Trockner auf die andere Seite rüberstellen und entsprechend Strom- und Wasseranschlüsse legen lassen, damit überhaupt genug Platz für Puffy im Keller ist. Und dann wurde es spannender als vorher gedacht, nämlich der Durchmesser vom Puffy war 80 cm und der Durchmesser der Kellertür 81 cm. Durch die Haustür war es gar keine Chance, ihn reinzubekommen, also durchs Wohnzimmer. Ich filme sonst schon mal für die Versicherung mit, gell? Und dann kam das enge Treppenhaus und die Frage war, passt das Ding da überhaupt dann am Schluss durch? Messen kann man viel, im Ernstfall sieht man dann doch, ob es klappt oder nicht. Kannst du rumziehen? Ja, kann ich. Hier wird es so gefertigt mit der Garderobe. Zu eng, meinst du? Ja, zu eng. Muss die weggeschraubt werden? Wahrscheinlich ja, ist zu riskant. Okay. Ich habe da mal die Augen lieber zugemacht und bin erst wieder hingekommen, als es so weit war. Aber durch die Tür ging es gut, oder? Hat wunderbar geklappt. Also oben war wirklich die Engstelle. Okay, alles klar. Ja, und dann am 4. oder 5. Tag erst kam überhaupt die Wärmepumpe mit den anderen technischen Geräten, die für die Installation notwendig sind. So, der Pufferspeicher hat inzwischen mal noch seine
Ummantelung bekommen und ist ganz schön groß. Den haben wir inzwischen liebevoll Puffy getauft. Ja, da kann man auch mal seine Aggression dran auslassen, wenn man eine hat, so ein bisschen Boxsack-mäßig. Nachdem Puffy seinen Platz gefunden hatte, ging es erstmal darum, wie kriegt man überhaupt jetzt an die Wand die ganzen restlichen Teile? Die anderen Dinge, das ist hier die Hydraulikstation, dann hier die Frischwasserstation zur Aufbereitung des warmen Wassers, ein wunderschöner weißer Überdruckkessel, die erstaunlich kleine Steuereinheit und dann hier noch die sogenannte Aufbaugruppe für den Heizkreis. Und die hatte irgendwie offensichtlich keiner so richtig auf dem Schirm. Und weil das ganz schön viel ist, sind die eigentlich die ganze Zeit am Rumhirnen und müssen jetzt erstmal überlegen, wohin das hinkommt. Okay, und kriegen wir jetzt alles an die Wände dran? So, das hat man. Wir machen dann dort hier sozusagen die Wasserbereitung ein, die Frieber. Die kommt dann praktisch dann einmal hier rein. Dann können wir direkt einmal mit dem Wasser von der Leitung abfahren hier unten und dann direkt rauffahren. Dann kommt hier der Heizkreisverteiler an. Und dann können wir das eigentlich irgendwie, so praktisch alles irgendwie anfangen. Die Steuereinheit, kriegen wir die auch noch unter? Wir haben ja die Idee, dass wir hier praktisch mit zwei Ständerwerke von der Decke runterfahren. Und dann das hier sozusagen hier dran befestigen. Die Steuereinheit? Genau, die Steuereinheit. Dann hat man die direkt hier vorne bedienbar. Und das behindert auch nirgend ein Bauteil. Und dann kann man das gut steuern, gut anschließen. Und das wird auch nirgendwo im Weg stehen. Okay. Der fünfte Tag des Einbaus. Er war insofern ein bisschen ein Nullsummenspiel, als die Elektriker zwar kamen zu zweit, aber dann leider die Hauptleitung bzw. zwei Phasen der Hauptleitung durchbohrt haben und den Rest des Tages damit beschäftigt waren, diese zu reparieren. Immerhin, die Heizkörper sind oben jetzt komplett ausgetauscht und ersetzt. Und jetzt kommt der große Moment, in dem die Wärmepumpe zum ersten Mal dahingestellt wird, wo sie hingehört, auf dieses Fundament. Und wir schauen mal, ob sie passt und ob die Löcher richtig gebohrt sind. Stimmt's? Mist, ich hätte jetzt eigentlich gerne noch einen halben Meter weiter nach links, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil Fundament und so. Wir machen jetzt mal noch die Abdeckung drauf, damit man sieht, wie es am Ende aussieht. Ist ein bisschen weniger blau, als ich dachte, aber sie passt dadurch fast geschmeidiger ins Ensemble, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? So, da ist ja schon der Daniel am Arbeiten. Genau. Na, du verliebst dich schon gerade in das Gerät, oder? Ein äußerst komplexes Gerät. Aber ja, also man kann sehr, sehr viele Parameter einstellen. Man kann sehr viele Dinge auslesen, die auch für den Nutzer sehr interessant sind, um später den Verbrauch, die Effizienz genauer zu analysieren. Mal Hand aufs Herz, wie viele Lambda-Wärmepumpen hast du schon eingebaut bis jetzt? Tatsächlich ist das die erste, aber ich bin schlichtweg begeistert von der Technik. Also man sieht vom ersten Moment an, wie viel Liebe da ins Detail gesteckt wird und auch in die Verarbeitung der Produkte. Das soll sich dann hoffentlich in einer hohen Effizienz auswirken, ne? Ich versuche ja auch immer alles zu verstehen. Was mir klar ist, ist, aus der Wärmepumpe kommt warmes Wasser und dann geht es wieder zurück. Das ist da oben. Genau, das sind die zwei Verbindungsleitungen, die zur Außeneinheit gehen, voll auf Rücklauf. Die werden hier in die Hydraulik oder in die Inneneinheit eingeführt und in der Inneneinheit versteckt sich einmal eine Pumpe, eine Heizkreispumpe und ein Mischer. Ein Umschaltventil. Und das entscheidet den Weg des heißen Wassers von der Außeneinheit in den Heizkreis bzw. in den Pufferspeicher hinein. Das ist die Frischwasserstation, da geht auch warmes Wasser rein. Genau. Die Frischwasserstation ist einmal angebunden an den Pufferspeicher oben und über Rücklauf an den Pufferspeicher unten. Bedeutet, im Durchlaufprinzip über einen Plattenwärmetauscher, der hier verbaut ist, wird heißes Pufferwasser entzogen aus dem Pufferspeicher, hier über den Plattenwärmetauscher ans Warmwassersystem abgegeben. Puffy, wie wir ihn liebevoll nennen, muss dafür nur oben eine entsprechende Temperatur haben, die wir einstellen können. Genau. Und wir müssen also nicht einen großen Wasserbehälter wegen Legionellen auf einer bestimmten Temperatur halten, weil das wird dann hier in einem Wärmetauscher einfach nur so viel, wie wir brauchen. In Echtzeit erzeugt. In dem Moment, wo der Hahn geöffnet wird,
wird sich über einen Plattenwärmetauscher erzeugt, das Warmwasser. Okay, das da unten hatte ich früher auch schon, das war nur rot. Ein sogenanntes Membranausdehnungsgefäß sorgt für konstanten Druck in der Heizungsanlage. Das Kästchen, das war glaube ich uns allen nicht ganz klar, dass es doch gibt, stimmt? Richtig, das ist die Heizkreisstation. Da ist auch eine Pumpe und ein Mischer versteckt. Mhm. Der quasi dein gesamtes Haus, dein Heizkreis mit heißem Wasser versorgt. Okay. Wenn ich mir jetzt hier Puffy anschaue, dann stelle ich fest, da ist ein Anschluss und 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 da ist ein Anschluss. Wieso hat denn dieser eine Pufferspeicher so viele Anschlüsse? Ja, es handelt sich hier bei einem Schichtpufferspeicher. Oben ist wärmer, unten ist kälter. Hm? Und dann etappenweise nach unten. Und da ist, glaube ich, sogar noch ein Blech drin oder sowas. Damit. Genau, hier sind Sperrblecher drin, zwei Stück an der Zahl. Mhm. Also, dass der Speicher quasi gedrittelt ist, der Pufferspeicher. Okay. Und das Wasser darf sich nicht durchmischen und wird es hier auch nicht. So, dass nicht unnötig Wasser warm gemacht wird. Genau, richtig. Okay. Und wenn ich jetzt, wenn es jetzt im Winter minus 10 Grad hat, ist wahrscheinlich insgesamt mehr warmes Wasser drin, als im Sommer, wenn ich nur Warmwasser brauche. Genau, wie der Name auch schon sagt, Pufferspeicher. Man hat hier die Möglichkeit, Energie zu puffern, warmes Wasser zu puffern, bedeutet, man kann natürlich auch gutes Wetter ausnutzen in Verbindung mit einer PV-Anlage. Mhm. Die Sonne scheint, morgen schlechtes Wetter. Mhm. Heute will ich, dass die Wärmepumpe möglichst viel Hitze erzeugt, Temperatur erzeugt, die dann im Puffer gespeichert wird für den morgigen Tag beispielsweise. Genau. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur meinen 17 Kilowattstunden Stromspeicher, sondern auch noch einen 800 Liter Wasserspeicher. Eigentlich dasselbe. Im Verhältnis wesentlich günstiger als ein Batteriespeicher momentan. Ja, und jetzt gibt es natürlich hier noch Mäusekino. Hier kann man jetzt unfassbar viel einstellen. Und ich glaube, ihr habt da sogar, glaube ich, das Ganze in Betrieb genommen, oder wie war das? Lambda hat sich online auf den Regler aufgeschalten und haben aus ihrer Zentrale heraus die Parametrierung der Anlage vorgenommen. Okay. Sprich, die ganzen Einstellungen auf die Anlage angepasst. Heizkurve und Temperaturen. Temperaturniveaus. Und das ist ziemlich innovativ bei Lambda. Das habe ich so bei noch keinem anderen Hersteller gesehen, dass die aus ihrer Zentrale heraus hier die Einstellungen vornehmen können. Da machen wir natürlich mal irgendwann ein extra Video drüber. Vielleicht schauen wir uns das nochmal ein bisschen mehr an. Du hast jedenfalls schon mal rauskriegen können, dass man immer sieht, wie die Leistung ist und wie viel Strom verbraucht wird. Und der Kopf, den kann man auch sehen. Dann hast du mir gezeigt, wie die Taktung ist. Und das müssen wir uns mal irgendwann genauer anschauen. Ja. Hier ist ein ganz schöner Kabelsalat. Da hat der Elektriker ganz schön viele Stromleitungen verlegt, richtig? Genau genommen waren wir das selber. Echt? Vom Elektriker kam lediglich das LAN-Kabel und der Stromanschluss mit 230 Volt. Der Rest der Kabel ist interne Verkabelung quasi, der Anlage. Ah, okay. Und er hat uns natürlich hier sowohl 400 Volt als auch 230 Volt hingelegt. Und das gleiche an der Außeneinheit. Ja. Und wie viele Kabel sind jetzt da drin? 22 Kabel, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wahnsinn. Ja. Das hat dich ja ein bisschen erschlagen, die schiere Anzahl der Rohrleitungen. Ja, ich muss das mal hier als Gesamtbild zeigen. Für mich hat das schon was Künstlerisches. Da hat ja auch dein Mitarbeiter lange davor gesessen, ne? Tatsächlich hat mein Mitarbeiter sich da mehr als nur ein paar Gedanken dazu gemacht, weil, wie man sieht, ist die Fläche sehr begrenzt hier gewesen und die Hydraulik muss stimmen. Mhm. Und nicht nur Hydraulik, sondern auch die Dämmung an den Rohrleitungen muss zu 100% ausgeführt werden. Mhm. Sprich, es muss genau geplant werden, akribisch geplant werden, wo die Leitungen nachher verlaufen und wie viel Platz für die Dämmung noch nötig sein wird. Hat's ehrlich ein bisschen länger gedauert als gedacht? Ein paar Stunden länger. Ja. Ich habe auch schon gemerkt, dich hat es auch richtig interessiert. Du hattest Spaß. Ich bin im Herzen ein Heizungsbauer und Wärmepumpen sind natürlich die Zukunft und da muss man mitgehen. Genau. Und dann gucken wir uns auch einfach zusammen immer mal wieder an und du sehr kannst gerne mir vielleicht ein paar Fragen dann beantworten, wenn es eine Weile läuft. Ja. Super. Danke dir nochmal, Daniel. Danke auch. Natürlich ist auch jetzt noch einiges zu tun. Die Rohre müssen noch isoliert werden, ein paar Löcher müssen noch zugemacht werden. Vor allem brauche ich noch den Smart Meter, damit auch intelligent der Strom genutzt werden kann. Natürlich halte ich euch auch auf dem Laufenden über die Einstellungen, über den Verbrauch nach den ersten Wochen und Monaten. Bleibt auf diesem Kanal, abonniert ihn am besten, gebt mir gerne ein Like auf dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad.